Jeder kennt diese Situation und jeder verflucht sie aufs Neue. Ihr befindet euch gerade in der Transferphase bzw. am Transfer Deadline Day. Einer eurer Spieler wird tatsächlich von Verein XY für einen unglaublich überteuerten Wert verpflichtet und ihr müsst für schnellen Ersatz sorgen. Am besten noch am gleichen Tag. Nur das Problem ist, dass sich Vereine und natürlich auch die Spieler unglaublich viel Zeit am Deadline Day lassen. Leider Gottes von EA so programmiert im Karrieremodus, also da geht das Ganze leider nicht so schnell, sondern braucht immer so ein bisschen seine Stunden. Ihr habt ja nur am Deadline Day 10 Stunden Zeit, das heißt die Uhr läuft und läuft und läuft. Am Ende ist die Zeit vorbei, ihr könnt keine Spieler normalerweise mehr verpflichten, weil das Transferfenster geschlossen wurde. Am Ende steht ihr zwar mit sehr vielen Millionen da, aber ohne wirklichen Ersatz. Dieses Video wird euch zeigen, wie ihr mithilfe eines Glitches im FIFA 17 Karrieremodus dieses Transferfenster umgehen könnt und tatsächlich außerhalb der beiden Transferfenster Spieler verpflichten könnt. Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal, heute mal zu einem sehr interessanten FIFA 17 Karrieremodus Glitch Video. Dieses Video wird hoffentlich sehr hilfreich sein für einige Leute, die die gerade eben angesprochene Situation öfters mal am Transfer Deadline Day erleben, nämlich die Zeit läuft davon und ihr könnt keinen Ersatz verpflichten. Das Ganze kann man tatsächlich umgehen, man kann tatsächlich Spieler außerhalb der Transferphase verpflichten. Gefunden wurde dieser Glitch von einem sehr guten Kollegen von mir, Apollon FIFA. Sein Kanallink findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Er wird auch sehr wahrscheinlich das Design, also das Thumbnail für dieses Video hier kreiert haben. Deswegen würde es mich einfach freuen, wenn ihr auf seinem Kanal vorbeischaut und ein Abo dalasst. Ein wichtiger Faktor ist, dass ihr das Ganze hier in der letzten Stunde des Transferfensters macht. Denn wenn ihr eine Anfrage in der letzten Stunde des Transferfensters rausschickt, dann wird es so sein, dass erst am Ende bzw. einen Tag später die Antwort des jeweiligen Vereins erscheinen wird in eurem Posteingang. Das heißt, ihr müsst in der letzten Stunde des Transferfensters, egal ob Sommer- oder Wintertransferphase, eben erst die Anfragen rausschicken an die Spieler bzw. an die Vereine, von denen ihr gerne die Spieler verpflichten möchtet. Im heutigen Video werde ich euch das Ganze an den Beispielen von Dimitri Payet von West Ham United und Philippe Coutinho vom FC Liverpool präsentieren. Ein wichtiger Faktor ist nämlich, dass ihr euch im Klaren sein müsst, dass der Verein auch bereit ist, den Spieler zu verkaufen. Man kann zwar jeden Spieler im Karrieremodus verpflichten, aber wenn man jetzt Anfragen an zum Beispiel den FC Arsenal für Mesut Özil oder eben Manchester City für Kevin De Bruyne macht, dann wird euch der Verein normalerweise eigentlich sagen, dass der Verein nicht dazu bereit ist, den Spieler zu verkaufen, egal bei welcher Ablösesumme. Das stimmt da leider Gottes nicht immer, also das heißt, bei einer gewissen Ablösesumme wird auch City bei De Bruyne oder Arsenal bei Özil schwach, aber wenn euch eben der Verein sagt, wenn ihr die Anfrage jetzt am Ende des Transferfensters macht, dass sie den Spieler nicht verkaufen möchten, dann ist es auch nicht möglich, diesen außerhalb der Transferphase zu verpflichten. Und zwar werde ich euch das Ganze, wie gesagt, anhand des Beispiels bzw. anhand der Beispiele von Philippe Coutinho und Dimitri Payet präsentieren. Und wir sehen jetzt hier auch schon drei Nachrichten im Büro. Wir haben einmal die Nachricht für die Ausgaben, die es eben gab am Transfer Deadline Day und natürlich hier die Antworten zu unseren Anfragen für Philippe Coutinho und Dimitri Payet. Hierbei ist aber auch sehr wichtig, dass ihr nicht in Verhandlungen reingehen dürft. Das heißt, wenn der Verein sagt, dass ihr viel zu wenig geboten habt, dann wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass ihr nicht mehr verhandeln könnt. Wenn ihr aber eine gewisse Summe, die an der Nähe liegt von dem, was der Verein verlangt, als Beispiel Liverpool verlangt 80 Millionen und ihr sagt 70 Millionen, dann wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass wenn sie trotzdem Nein sagen sollten, dass ihr trotzdem verhandeln könnt. Wenn ihr aber viel zu wenig bietet, dann wird euch der Verein sagen, dass die Summe einfach zu niedrig ist und ihr letztendlich nicht weiter verhandeln könnt. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr bietet ungefähr genauso viel, wie viel der Verein verlangt, oder ihr bietet genau die Summe, die der Verein verlangt. Und das Ganze werden wir jetzt hier auch mal am Beispiel von Dimitri Payet machen. West Ham United verlangte 67,5 Millionen und das Ganze werden wir bezahlen. Und wie man sehen kann, Liverpool für Coutinho und auch West Ham United für Dimitri Payet haben die Angebote akzeptiert. Man sieht, ich habe 10 Millionen weniger geboten, als Liverpool für Coutinho verlangt hat. Ihr könnt vielleicht auch noch ein bisschen weiter runtergehen, aber bedenkt immer, dass das Risiko sein könnte. Also ihr müsst euch natürlich auch vom normalen Marktwert im Klaren sein, dass wenn ihr zu wenig bietet, die Verhandlungen mit dem Spieler bzw. mit dem Verein für den Spieler quasi abgebrochen sind. Dem müsst ihr euch im Klaren sein, das heißt, versucht am letzten Tag bzw. in der letzten Stunde des Deadline Days so viele Anfragen wie möglich rauszuhauen, denn wenn es sein könnte, dass die Verhandlungen abgebrochen sind, dann könnt ihr eben keinen neuen Spieler mehr verpflichten, dann sind die einfach vorbei und ihr steht ohne Spieler da. Um euch das Ganze jetzt auch nochmal perfekt zu zeigen, habe ich jetzt nochmal zwei Vertragsangebote, nämlich einmal für Coutinho und einmal für Dimitri Payet rausgesendet, und wenn diese eben akzeptiert werden, dann habt ihr tatsächlich den Beweis, dass man Spieler außerhalb des Transferfensters verpflichten kann.
Und wie man sehen kann, zwei akzeptierte Vertragsangebote am 8.9. Beide können wir jetzt wie gesagt annehmen, einmal Philipp Coutinho und natürlich auch Dimitri Payet. Und dann sollte da, denke ich mal, gleich zwei Nachrichten aufploppen. Neuverpflichtung Philipp Coutinho und Neuverpflichtung Dimitri Payet. Und wie man sehen kann, wir befinden uns nicht in der Transferphase. Wie lange das Ganze jetzt möglich ist, ob man da wirklich lange verhandeln kann, dem bin ich mir jetzt noch nicht so im Klaren. Das Ganze könnt ihr sehr gerne ausprobieren und unten in die Kommentare schreiben, wie das Ganze bei euch funktioniert hat. Aber hier habt ihr den Beweis, man kann tatsächlich Spieler außerhalb des Transferfensters verpflichten. Und damit würde ich sagen, war es das für dieses kleine FIFA 17 Karrieremodus Glitch Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht mehr von solchen Glitch Videos sehen möchtet bezüglich des Karrieremodus. Ob es da noch so viel gibt, dem bin ich mir noch nicht so im Klaren. Gerne lasst, wie gesagt, einen Daumen nach oben da, schaut auch beim Kanal des quasi Glitch-Finders vorbei, nämlich Apollon FIFA. Link zu seinem Kanal findet ihr auf jeden Fall ganz oben in der Beschreibung. Wäre ganz cool, wenn ihr auf jeden Fall ein Abo bei seinem Kanal da lasst. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und viel Spaß beim Ausnutzen dieses kleinen Glitches im FIFA 17 Karrieremodus, wo ihr einfach mal fast alle Spieler außerhalb des Transferfensters verpflichten könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Ausprobieren, Ausnutzen dieses Glitches und hoffe, es hat euch gefallen. Und damit würde ich sagen, war es das für heute. Und ich verabschiede mich, bin raus, bis dann, haut rein und ciao.